Jedermann kennt Lucky Luke, Star- und Westernheld, der dem Bösen mutig sich entgegenstellt. Für die gute Sache gegen Lug und Trug schlägt ein Herz aus Gold, knallt ein blitzeschneller Colt. Ja, das ist Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. So schnell und so fair ist keiner wie er. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Er hat Glück und keiner legt ihn rein. Er wird der Sieger sein. So schnell hinterher ist keiner wie er. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Wenn ihr ihm entkommen seid, feiert die Gelegenheit, es bleibt euch nicht viel Zeit. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. So schnell und leger ist keiner wie er. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Es lebe Lucky Luke. Bei Not am Mann ist ein Mann genug. Und das ist Lucky Luke. Bam, 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 bam. Das bin ich, Partner. Bitte hier. Quittieren. Und das ist zum Auftauen. Wünsche einen schönen Tag. Aus Washington, Jolly. Persönlich an Lucky Luke, Stopp. Laufen Sie Oklahoma, Stopp. Gezeichnet der Präsident. Warum soll ich nach Oklahoma laufen? Liegt doch gar nicht auf meinem Weg. Das haben Sie wohl falsch gelesen. Sie sollen nicht nach Oklahoma laufen, Sie sollen es kaufen. Ah, jetzt verstehe ich. Also, die Sache war so. Ich sollte Oklahoma von den Indianern zurückkaufen. Washington hat ihnen das Gebiet 1830 überlassen. Da ist für Sie eine Sendung aus Washington gekommen, Luke. Was wollen Sie denn für den Trödel kaufen? Dafür kriegen Sie doch ganz Oklahoma. Ja. Yeah. Huh? Washington will das Land an Kleinbauern abgeben. Wenn die Regierung so großzügig ist, warum spendiert sie zu dem Wagen nicht auch ein Pferd? Höher, Jolly! Gidiabiu! Wohin geht's denn, Partner? Wohin schon? Nach Oklahoma! Davon will ich auch ein Stückchen! Telegramm! Telegramm! Noch ein Telegramm für Lucky Luke! Vielen Dank! Von Washington! Achtung! Wenn Sie Oklahoma gekauft haben, Mr. Luke, Stopp! Sollen Sie die ankommenden Siedler überwachen? Die Landnahme beginnt am 22. April 1889, pünktlich um 12 Uhr mittags, Stopp! Dieses Oklahoma ist zum Sterben langweilig.
Geschenktem Land guckt man nicht in den Sand. Das Land hat nichts gekostet und es ist nichts wert. Irgendwann werden wir es auch wieder los. Hau, Häuptlinge. Der große Häuptling aus Washington schickt ein Kaufangebot für euer Land. Was? Verkaufen? Dieses Paradies? Wir lieben dieses Land. Wenn wir verkaufen, dann nur sehr teuer. In den Häuptlingen hatte ich sehr harte Verhandlungspartner. Aber schließlich kamen wir zum Abschluss. Nun lag es an mir, dafür zu sorgen, dass jeder Siedler eine faire Chance bekam, sich ein Stück Land abzustecken. Das bedeutete aber auch, dass alle, die sich schon eingeschlichen hatten, wieder verschwinden mussten. Aber Luke, wir sind doch alte Freunde. Tut mir leid, Partner, alle Anwärter starten zur selben Zeit. Und vom gleichen Punkt aus. Bei einigen war es etwas schwierig, sie zum Aufbruch zu bewegen. Das schwerste Stück der Bewegung hatte ich doch wieder am Hals. Einige kamen auf die tollsten Ideen, um bei der Landverteilung die Nase vorn zu haben. Nanu, die Sonne bewegt sich aber schnell in dieser Gegend. Na, da stimmt doch irgendwas nicht. Frechheit. Hör zu, du wandelnder Kaktus. Der Startplatz ist da drüben. Zack. Ja. Na, endlich ein schattiges Plätzchen. Rantanplan. Komisch, hier sprechen die Schatten und wissen auch meinen Namen. Ich weiß nicht, was du hier suchst, aber für dich gilt das Gleiche. Zurück an die Startlinie. Das also war des Schattens Kern, mein Freund Lucky Luke. Hier, Jolly. Landdiebe kann man vertreiben, aber dieser Flohsack ist offenbar eine Anschaffung fürs Leben. Es gab ein ziemliches Gedränge am Startplatz und sie schickten mir eine Kavallerieabteilung, damit Recht und Ordnung gewahrt blieben. Gestatten, Captain Fuller, die Kavallerie will Ihnen helfen, damit Recht und Ordnung gewahrt bleiben. Freut mich, ich bin Lucky Luke. Die meisten sind ehrlich und beachten die Regeln. Aber einen gibt es wohl immer, der versucht, einen Frühstart zu machen. Da buddelt einer nach einem Knochen. Das muss ja ein ganz dicker Hund sein. Vielleicht teilt er mit mir, wenn ich ihm helfe. Was soll das? Ist der verrückt? Das ist Rantanplan. Weg mit dir, du blöder Köter. Ach. Sieht ganz so aus, als hätte er einen von ihren Frühstartern erwischt, Captain. Das macht man nicht mit einem Buster Portley. Gute Arbeit, Rantanplan. Der Mann ist lieb, aber ein Knochen wäre mir noch lieber. Die Sonne geht gleich unter. Wir sollten wohl besser ein wachsames Auge auf die Startlinie haben. Siehst du wohl, Moppy? Buster Portley haben sie geschnappt, nur weil er keinen Plan hatte. Ja, aber wir haben einen und einen guten dazu. Aber wie sieht er aus? Das Denken überlass besser mir. Alles klar. Und jetzt binde die Pannen an dein Pferd, wie besprochen. Mach ich, Coyote, wie du gesagt hast. Und kann ich jetzt den Plan wissen? Er ist ganz einfach, Mopi. Wenn du jetzt über die Startlinie reitest, dann machst du so viel Krach, dass Luke und der Captain dich verfolgen. Schlau ausgedacht. Aber dann schnappen sie mich doch und sperren mich ein. Genau. Und ich schleiche rüber und stecke einen großen Claim ab. Du bist dann zur Hälfte Besitzer, wenn du Bewährung bekommst. Und jetzt geht's los. Was zum Donnerwetter soll denn der Krach? Hier, Jolly! Bei dem Krach werden die Wächter wohl nicht schlafen. Jetzt sind sie hinter Mopi her. Die kommen mir nach. Jetzt hat doch dieser Idiot von Mopi die Pfannen ans falsche Pferd gebunden. Der muss doch Blech im Kopf haben, dass er ausgerechnet so über die Grenze will. Na warte, wenn ich diesen Mopi nur in die Hände bekomme. Ach, dieser Coyote ist richtig hinterlistig. Ich sollte die Töpfe und Pfannen bekommen. Er bringt sich in Sicherheit und ich trage das ganze Risiko. Ich will auch rein. Ich habe mich gerade über die Grenze geschlichen.
Dieser Landrausch bringt wirklich merkwürdige Pflanzen zutage. Hab ich gar nicht. Du hast mich mit dem schwersten Teil allein gelassen. Du Kaktuskopf, du hast mir meinen ganzen Plan versaut. Aber das war nur deine Schuld. Der Plan war zu raffiniert. Jetzt habt ihr die ganze Nacht gestritten. Ich halte das hier nicht mehr aus. Gut, dass du darüber sprichst, Buster. Auch wir wollen hier raus. Und ich habe einen Plan. Tritt mal einfach ganz fest gegen die Planken, Buster. Meinst du so? Genau so. Und jetzt, Mopi, rennst du los und schreist so laut, wie du kannst. Hilfe, ich bin geflohen. Ach, erst musst du doch rausrennen. Juhu, ich bin raus aus der Zelle. Ich bin geflohen. Und jetzt gehen wir, und zwar in aller Ruhe. Nach dir, Buster. Worauf achtest du denn? Mach schon. Ich stecke fest. Aber das muss doch gehen. Oh, spar dir die Mühe, Kojote. Hinter mir her, juhu, ich bin entflohen. Das ist eine nette Art, den neuen Tag zu beginnen. Mit einem neuen Spiel. Ich machte mir keine großen Sorgen wegen Mopis Flucht. Er hatte die komische Angewohnheit, sich selber wieder einzuliefern. Fangt mich doch, ich bin entflohen! Was denn? Keiner folgt mir. War das etwa schon das Ende vom Spiel? Dieser hinterhältige Kojote hat mich doch schon wieder reingelegt. Er ruht sich im Gefängnis aus und ich kann hier rennen wie ein Verrückter. Ich gehe zurück. Fein, das Spiel geht doch noch weiter. Hab dich schon erwartet, Moppy. Jetzt scheint das Spiel wirklich aus zu sein. Die Klappe ist zu. Endlich ging über dem lang erwarteten Tag die Sonne auf. Hörst du nicht? Die Sonne geht auf. Der lang erwartete Tag ist angebrochen, Luke. Ja. Fertig, Luke? Ja. Bei solchen Gelegenheiten wünschte ich mir Flügel. Hey, also das nenne ich mal einen Ansturm. Ich habe noch nie gesehen, dass so viele Leute ein und dasselbe Spiel spielen. Hey, Luke, was ist denn nun mit uns? Ich denke, ich kann euch jetzt rauslassen. Einen Vorsprung werdet ihr nicht mehr haben. Binde diese elenden Pötter und Pfannen los! Warum denn das? Die hast du dir doch extra für deinen Plan ausgedacht. Der Ansturm auf das Land in Oklahoma war ein Riesenerfolg. Es kamen viel mehr Siedler, als die Regierung gedacht hatte. Und bald war es schwer, überhaupt noch einen Platz zu finden. Sieh mal, hier ist noch ein Platz. Den wollte keiner. Jetzt weißt du auch, warum! Verschwinde, Fremder! Das Betreten dieses Grundstücks ist verboten! Wieso reiten Sie einfach durch meinen Garten? Verzeihung, Entschuldigung, tut mir sehr leid. Kaum noch Platz, wo man einen Fuß hinsetzen kann. Von meinen Vieren gar nicht zu reden. Bevor man Oklahoma noch richtig aussprechen konnte, wuchsen ganze Städte hoch wie die wilden Blumen. Bald stand die erste Schule. Und sehr schnell gab es auch die ersten Hotels und Ställe. Fortschritt ist wirklich wundervoll. Also, Luke, die Pflicht ruft. Sie sind jetzt das Gesetz in Boomville, solange bis Wahlen abgehalten werden. Ja, bis später. Es geht schon los. Hört sich so an, als müsste ich sofort für Ruhe und Ordnung sorgen. Die Siedler hatten noch nicht den richtigen Umgangston gefunden. Vielen Dank für Ihre Spende. Bitte weitergehen. So ist es recht. Einfach reinwerfen. Den kannst du behalten, Rand, deinen Plan. Ich sammle keine Knochen, sondern Colts. Was denn? Er will meinen Knochen nicht? Das ist aber ein blödes Spiel.
Nachdem jeder seinen Revolver abgeliefert hatte, rechnete ich mit Ruhe und Frieden. Aber ich hatte mich verrechnet. Kommt euch in dieser Stadt nicht etwas komisch vor? Ja, es gibt hier viele Häuser, aber wenig Land. Ich finde das gar nicht komisch. Ach, Kaktuskopf! Sieh dir doch mal diese Stadtleute an. Keiner trägt eine Kanone. Darf ich mal was fragen, Partner? Warum tragt ihr keine Kanonen? Anordnung von Lucky Luke. Er hat hier das Sagen, bis wir einen Bürgermeister gewählt haben. Bürgermeisterwahlen? Das bringt mich direkt auf eine Idee. Das stimmt, Fremder. Niemand im Boomsville trägt einen Revolver. Irrtum. Mopi, wir übernehmen soeben ein schönes Stück Land mit einem gut gehenden Geschäft. Es ist gut. Ich gehe. Ihr könnt alles haben. Aber wozu brauchen wir denn ein Geschäft, Coyote? Weil uns das zu angesehenen Bürgern macht. Und anders kann ich nicht als Bürgermeister kandidieren. Und schon gar nicht, wenn du Waffen trägst. Es ist besser, du händigst sie mir aus. Ihr habt den Mann gehört, Jungs. Liefert eure Schießeisen ab. Niemand nimmt mir meine Kanone weg. Aber ich nehme sie. Wieder so ein Plan, wo ich überhaupt nicht durchblicke. Das kenne ich, das haben wir schon mal gespielt. Da fehlt noch mein Knochen. In den folgenden Tagen machten sich die Kandidaten für das Bürgermeisteramt bekannt. Guten Tag, Nachbar. Ich bin Bob Maxwell und wäre gern Ihr neuer Bürgermeister. Ich grüße Sie, Nachbar. Ich bin Coyote und werde sicher schon bald Ihr Bürgermeister sein. Mein Motto, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich bin Phil Phillips. Wählt mich zum Bürgermeister. Oh. Hier spricht Billy Coyote, der beste Bürgermeister für Boomsville. Boomsville wählt Coyote, er ist der Beste. Nicht übertrieben. Für das Amt werden Sie keinen besseren finden. Gebt mir eure Stimme, wählt Tin Thomas zum Bürgermeister. Dann geht es aufwärts. What? Schade. Hallo, Mr. Luke, werden Sie mich wählen morgen früh? Nein. Was ist denn wählen? Wohl auch so ein Spiel, wo einer gewinnt und die anderen sind die Dummen. Coyote hatte dafür gesorgt, dass er als einziger Kandidat übrig geblieben war. Und trotzdem ging er immer noch kein Risiko ein. Das verstehe ich überhaupt nicht. Wieso hat denn der Buster so oft für dich gestimmt? Ich überlasse nichts dem Zufall. Ach, du begreifst das nie! Einer nach dem anderen. Immer nur einer in die Kabine. Jeder stimmt für seinen Kandidaten. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Coyote ist der einzige Kandidat. Ja, die anderen Kandidaten hat er alle aus der Stadt gejagt. Also ich habe das immer noch nicht verstanden. Darf denn nicht jeder nur einmal stimmen? Dein mickriges Denkvermögen ist wirklich zu klein für meine hohen Pläne, du Spatzenhirn. Oh, da wird bestimmt etwas Schönes verteilt. Da gehe ich hin. Vielleicht gibt es einen Knochen. Moment mal, Partner. Einer nach dem anderen. Richtig, Mr. Luke. Alles muss eine richtige Ordnung haben. Das ist die Ordnung, die Sie meinen? Gefälschte Wahlzettel? Das ist Betrug am Wähler. Das Zeug schmeckt überhaupt nicht. Ich glaube, das liegt mir schwer im Magen. Keine Sorge, Coyote. Wir haben genug Stimmen für uns beide. Lass doch mal sehen. Kann es sein, dass du mehr als eine Stimme abgeben willst? Ich wusste es. Ich wusste es. Nur ein Zettel für jeden, wie ich es gesagt habe. Halt den Rand, Dusseltier! Als Coyote und Buster hinter Gitter saßen, stand einer ordentlichen Wahl nichts mehr im Wege und an Bewerbern war kein Mangel. Genau genommen hatten wir fast so viele Kandidaten wie Einwohner. Jeder wollte gern Bürgermeister sein. Mr. Luke, ich würde gern Bürgermeister werden. Wer nicht? Fast jeder bewirbt sich darum. Ich trommle Stimmen zusammen für Mopi. Das bin ich, euer neuer Bürgermeister. Mopi als Bürgermeister? Das ist ja lachhaft. Lass ihn doch machen. Der kann nicht gewinnen. Abwarten und Limonade trinken. In diesen turbulenten Tagen konnte alles passieren. Oma Jones? Kandidierst du auch? Allerdings, Miss, wirst du für mich stimmen? Hey, da gebe ich meine Stimme noch eher diesen Schwachkoppen Mopi. Den ziehe ich euch beiden sowieso vor. Und deshalb sage ich, stimmt für mich, Lester Perkins. Und ich garantiere euch 365 schöne, fröhliche Tage jedes Jahr.
Schaltjahre ausgenommen natürlich. Ach, du redest genauso einen Blödsinn wie Mopi. Da können wir doch gleich den nehmen. Als die Stimmen endlich abgegeben und ausgezählt waren, hatte die Stadt Boomsville ihren neuen Bürgermeister. Das Ergebnis steht fest. Euer neuer Bürgermeister ist Mopi. Das kann doch nicht sein. Was? Ich habe doch nur für ihn gestimmt aus Angst, dass sie dich nehmen. Und ich wollte nicht, dass du es wirst. Es war nur ein Witz. Die Wahl ist ungültig. Nein, Mopi hat fair und ehrlich gewonnen. Aber dazu muss ich sagen, ich hätte nicht gewinnen können ohne meinen tüchtigen Wahlhelfer. Das ist ja fast ein Wunder, Kojote. Ja. Bürgermeister Mopi wird uns hier ganz schnell wieder rausholen. So, und jetzt rein mit euch zum Bürgermeister. Was habe ich dir gesagt? Und jetzt werden wir Boomsville zu dritt ausnehmen. Mein guter alter Mopi, freut mich, dich zu sehen. Für Sie bin ich immer noch Herr Bürgermeister. Und wagen Sie es nicht noch einmal, sich auf meinem Schreibtisch rumzulümmeln. Du warst schon immer ein großer Spaßmacher, Mopi. Ich meine Herr Bürgermeister Mopi. Aber Spaß beiseite. Ich habe große Pläne für uns. Wir werden jeden besteuern, um eine neue Straße zu bauen. Aber dann bauen wir sie nicht. Genau, du sagst es. Wir teilen das Geld und verschwinden. Nicht solange ich Bürgermeister bin. Bei mir geht es ehrlich zu. Du Idiot. Immer mit der Ruhe, meine Herren. Der Bürgermeister scheint von eurem Plan nicht viel zu halten. Na ja, die Idee mit der Straße gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber dazu habe ich jetzt einen Plan. Ein guter Plan, Mopi. Die neue Straße kostet die Bewohner keinen Heller. Ich kann buddeln, wo ich will. Nirgends gibt es einen Knochen. Moment mal bitte, warum verlasst ihr denn die Stadt? Ja, seid ihr denn mit eurem Bürgermeister nicht zufrieden? Nein, du bist nicht schuld. Es ist das ganze blöde Oklahoma. Ja, nur Sandstürme und ausgetrocknete Quellen. Das ist kein Boden für die Landwirtschaft. Und wenn du dir ein Wasserloch gräbst, ist nur schwarze Schmiere drin. Hey, wartet auf uns! Ja, diese Stadt kommt auch ohne Straße aus und vor allem ohne uns. Wiedersehen, Mopi. Ich meine natürlich Bürgermeister Mopi. Also jetzt bin ich glücklich Bürgermeister einer Geisterstadt. Vielleicht auch nicht. Mal sehen, was Washington dazu sagt. Washingtons Antwort war kurz und bündig. Gebt den Indianern das Land zurück. Die Verhandlungen gestalteten sich äußerst schwierig. Fast konnte man meinen, die Indianer wollten das Land gar nicht wiederhaben. Über diesen Hund kann ich leider nicht verfügen. Er gehört mir nicht. Er soll selber entscheiden. Was Jolly kann, das kann ich schon lange. Ich glaube, es war für alle ein gutes Geschäft. Ich wurde Oklahoma los, Rantanplan bekam einen großen Knochen und Mopi wurde zum Ehrenhäuptling ernannt. Das ist so eine Art indianischer Bürgermeister. Und ich war von allen bösen Hundeflöhen verlassen. Wie schön. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieses ölige Zeug wird noch mal sehr wertvoll sein. Für uns alle. Wie denkst du denn darüber, Luke? Luke! Rantanplan! Wo seid ihr denn? Einsamer Cowboy, bist so weit, weit von zu Haus. Überall hast du Freunde, bist nicht Dank und nicht Applaus. Und dein Weg zu neuen Taten ist noch viele Meilen lang. Reite weiter, immer weiter, in den Sonnenuntergang. Armer Cowboy, bist so weit, weit von zu Hause.